Im vergangenen Jahr musste die Kölner Feuerwehr fast 2000 Mal wegen Brandeinsätzen ausrücken. Team Delta um Einsatzleiter Oliver Dreier erreicht heute der Notruf einer besorgten Frau. Leitstelle Köln. Erika Thalbach, hallo, hier ist ein brennendes Auto auf der Straße. Frau Thalbach, wo genau befinden Sie sich? In der Börnestraße, am Wendehammer. Können Sie erkennen, ob da Personen in dem Fahrzeug sind? Nein, kann ich nicht. Alles voller Rauch und brennen, die Flammen kommen raus. Alles klar, habe ich mit, ich schicke ein Rettungsteam los. Sie bleiben bitte vor Ort und Sie können jetzt auflegen. Als die Rettungskräfte auf dem Parkplatz eintreffen, ist noch völlig unklar, ob sich Menschen in dem brennenden Wagen befinden. Die Löschung des PKW hat oberste Priorität. Wir müssen jetzt mal gucken, erstmal den ersten Löschangriff, einfach auf PKW dran. Ja. Ist da noch wer im Auto? Wir haben noch keine gesicherten Erkenntnisse. Wir müssen jetzt erstmal den ersten Löschangriff abwarten. Okay. Alles klar. Wir warten jetzt aber nicht, dass das Ding noch durchzündet. Denn sollte es durch das austretende Benzin zu einer Explosion kommen, bestünde Lebensgefahr. Feuerwehreinsatzleiter Jochen Müller hofft auf hilfreiche Informationen zu möglichen Insassen. Sag mir die Melderin. Ja. Sie hat aber gesagt, sie haben nichts gesehen. Ich bin hier vorbeigegangen, nein, und die Flammen waren so hoch. Ich konnte nicht sehen, ob da jemand drin war. Keine Ahnung. Wir haben im Verlauf der Löscharbeiten einige Gegenstände im Fahrzeug auch schon sichten können. Ein Kindersitz, Kinderspielzeug, so eine Trinkflasche. Und natürlich, unsere ersten Gedanken gehen dann dahin. Hoffentlich sind da jetzt keine Kinder zu Schaden gekommen. Und unser erstes Augenmerk liegt natürlich in dem Fall darauf. Die starke Rauchentwicklung erschwert die Arbeit der Feuerwehrleute. Erst als der Brandherd unter Kontrolle ist, können sie nach verletzten Personen schauen. Und wir können aber melden, Feuer aus. Das meldet gleich der Gruppenführer. Ja. Wenn keine Brandnester mehr sind, dann melden wir Feuer. Alles klar. Aber nichts, ist keiner drin. Und nee, war keine Person drin, nix. Alles klar. Scheiße, nee, wir machen jetzt. Was ist das? Unser Auto. Hallo, hallo. Auto ist das? Sind da Kinder drin? Ganz ruhig, mein ganz Gott. Ruhig. Nee, da ist war gar nichts drin. Das ist Ihr Auto. Ja. Wie kommt das hier hin? Oder wie ist das Ihnen jetzt gestohlen worden? Oder? Keine Ahnung, unsere Kinder sind weg. Jonas. Wir haben das. Und wie alt sind die Kinder? 18 und 2. Während den Einsatzmaßnahmen hier vor Ort erschienen dann auch die Besitzer des Fahrzeuges. War natürlich völlig aufgelöst, was auch verständlich ist. Konnten sich auch nicht erklären, wie das Fahrzeug hier hinkommt. Was sie uns allerdings mitteilen konnten, ist, dass sie ihren 18-jährigen Sohn und ihre 2-jährige Tochter vermissen. Wir müssen, wie gesagt, jetzt gucken. Die müssen doch überall jetzt. Bleiben Sie ruhig. Oh mein Gott, Schatz. Doktor. Was ist los? Mein Gott. Doktor. Alles okay? Kommen Sie mal ran. Das ist Aufregung heraus zusammengesackt. Ich habe ihn auf dem Knie. Hallo. Hey, ah, schöne Augen auflassen. Ja, da. Was hast du gemacht? Nix. Der hat gesprochen, wollte einen Schritt nach vorne. Gucken Sie mich mal an, bitte. Angesprochen. Gucken Sie mich mal an. Kriegen Sie gut Luft. Einmal wechseln, dann kann ich dahinter. Der Familienvater ist zwar wieder ansprechbar, doch die Spezialisten können noch nicht sagen, was zu seinem Zusammenbruch geführt hat. Oliver Dreier und sein Team müssen verschiedene Ursachen in Betracht ziehen. Wir geben ihm jetzt erstmal ein bisschen Sauerstoff. Und dann sagen Sie mir einfach, was für ein Platz ist er, ne? Also er ist jetzt nicht wegen dem Rauch hier umgekippt. Ne? Nicht, dass er eine Rauchgasvergiftung hat. Vom Geruch her wird das passen. Ja, mach mal 6, bitte. Jetzt geben wir ihm erstmal ein bisschen Sauerstoff. Was tut Ihnen denn weh? Wir müssen gleich mal gucken, dass wir ganz gut, ne? Der Brustkorb. Nicht, dass er einen Rauchgasintox hat. Sag mal ruhig. Mal ganz kurz ruhig. Wo denn? Ja. Okay, hier tut Ihnen das weh? Strahlt das irgendwie in den Arm aus? Strahlt das in welchen? In den linken? Nun versuchen Sie ganz ruhig Luft zu holen. Ich hatte vor einem halben Jahr mal einen Rippenbruch, aber das ist ein Rippenbruch. Ja, auf welcher Seite? Links. Links, wie lange ist das her? Halbes Jahr ungefähr. Und daran kann es nicht liegen. Von der Symptomatik her, Schmerz in der Brust, ausstrahlend in den linken Arm, Klemmegefühl, wenig Lust zu atmen oder überhaupt nicht die Möglichkeit zu atmen. Das spricht primär erstmal für einen Herzinfarkt, zumindest aber für einen Angina pectoris Anfall. Beschreiben Sie mal ganz kurz, wo der Schmerz ist. Strahlt er irgendwo aus? Geht jetzt um Ihren Sohn, ja, und um Ihre Tochter. Der Sohn ist 18, habe ich schon gehört. Und wie alt ist die Tochter? Die Tochter ist Chiara, die ist 2. Heißt Chiara und ist 2. Ja, mein Sohn sollte auf meine Tochter aufpassen, weil wir auf dem Geburtstag waren. Und als wir nach Hause kamen, waren die nicht da und das Auto war weg. Okay. Also gehen Sie davon aus, dass der Sohn ein Auto benutzt hat? Gehe ich von aus. Und er dürfte es aber rein theoretisch haben. Ja, Sie, er haben ist aktuell, Sie, hat einen Führerschein. Gut, haben Sie ein Handy? Können wir den telefonisch erreichen vielleicht? Habe ich schon mehrmals versucht, er geht nicht ran. Ich habe keine Ahnung, ich weiß überhaupt nicht. Wie kommen Sie drauf, dass das Auto jetzt, oder wie sind Sie drauf gekommen, dass das Auto jetzt hier steht? Also, mein Mann hat irgendwann, als er das gekauft hat, GPS eingebaut. Und das ist aber vor 10 Minuten abgebrochen. Ja gut, das passt ja von der Zeit her. Machen Sie einmal den Mund auf, ich sprühe ihn und die Zunge hoch. Zunge hoch.
Ich sprühe ihnen was in den Mund. Das schmeckt ein bisschen komisch. Mhm. Mund zu. Ja. So. Dann wird es gleich vielleicht ein bisschen besser. Fürs Protokoll 3 Hybe Nitro habe ich gegeben. In solchen Fällen kann ich vor Ort nicht viel machen. Der Patient kriegt Nitro-Spray in der Hoffnung, dass der Angina-Anfall zurückgeht. Der bekommt einen Zugang Sauerstoff und wird recht zügig in die nächste Klinik gebracht, in diesem Fall Klinik am Südring, und wird dort kardiologisch abgeklärt. Möchte die Frau mit? Nee, die bleibt noch bei mir, weil wir suchen noch zwei Kinder. Also okay. So ein 18-Jähriger und ein 2-jähriges Mädchen. Ne? Sieht so ein bisschen auf, dass er sich aufgeregt hat. Ja, Angina pectoris Anfall hat, dass die Herzkrampfgefäße sich ein bisschen verengt hat. Kann ich nicht ausschließen, gehe ich aber jetzt erstmal nicht von aus. Wir kriegen dem Wagen jetzt einen Zugang, der kriegt Sauerstoff, und dann fahren wir so schnell mit Klinik an Südring und machen da Diagnose. Und wir gucken, dass wir die Kinder bzw. ihren Sohn und die Tochter finden. Wir gucken dann wahrscheinlich alle nach. Meine Schwägerin anrufen, dass sie ins Krankenhaus fährt. Könnt ihr natürlich, so klar, na klar. Trotz der Sorge um ihren Mann bleibt die zweifache Mutter zunächst am Einsatzort. Die Spezialisten suchen nun nach Hinweisen auf den Verbleib der Geschwister. Wir sind zwar noch mit der Tür beschäftigt, aber wir haben schon mal ein paar Sachen rausgeholt. Okay. Ein Kindersitz war drin, ein Spielzeug war drin. Ja. Also ich vermute mal, zumindest transportiert worden ist ein Kind damit. Ne? Gucken Sie mal, Frau. Kommen Sie mal gerade. Die Sachen, die waren jetzt im Auto. Oh mein Gott. Ja, ja, aber ist ja keiner sonst im Auto gewesen. Das sind ja nur Sachen, die sind ja ersetzbar. Ja, aber das heißt doch, dass die Kinder im Auto haben waren. Haben Sie denn? Vorher, ja. Okay, da kann er natürlich nicht rangehen. Super. Ja, das lag jetzt hier unten am Beifahrersitz. Randursache oder wo ist das aus? Mal vorne, hinten am Reifen oder wo? Ja, also so wie der Moment aussieht, ist das Feuer aus dem Innenraum gekommen. Der Normalfall wäre, wenn es denn alles normal läuft, dass es aus dem Motorraum kommt und sich von da aus in die Fahrgastzelle frisst. Der Motorraum ist aber kalt. Dann müssen gleich die Kollegen von der Kripo, von der Kriminaltechnik, die werden das genau untersuchen. Wir legen jetzt los. Ja. Die Kollegen, hoffe ich, dass die jetzt kommen. Und dann legen wir los, ja? Während der Familienvater abtransportiert wird, trifft ein Suchtrupp der Polizei samt Spürhund ein. Es ist möglich, dass der 18-Jährige und seine Schwester verletzt geflohen sind. Folgende Situation. Wir haben ein brennendes Fahrzeug hier vorgefunden, okay, was wohl zuvor von ihrem Sohn 18 mit der Tochter 2 benutzt worden ist. Ja. Die sind aber nicht mehr hier aufzufinden. Also im Auto glücklicherweise nicht. Mhm. Hier im Umfeld gar nicht. Wir haben auch keine telefonische Erreichbarkeit. Okay. Wir würden jetzt ganz gerne mal hier den Nahbereich erstmal absuchen wollen. Mhm. Ja? Gibt es irgendwie einen Gegenstand? Kann man im Auto schauen, ob ich da irgendwie. Ja, machen. Kann mal eine von euch mitgehen? Wie eine Kontaminierung. Denn der Suchhund muss die Witterung anhand des Geruchs persönlicher Gegenstände aufnehmen. Es ist äußerst wichtig, diesen nicht zu verfälschen. Bitte hinter mir bleiben, ne? Auf eine Reihe aufstellen. Ja. Und dann gucken wir mal, wo uns der Hund hinzieht. Ja? Das ist jetzt die Mütze von meinem Sohn, aber meine Tochter ist ja auch noch dabei. Ja, wir müssen mit das arbeiten, was wir jetzt haben. Ne? Okay. Aber wir geben unser Bestes. Okay? Wenn ich den Sohn finde, ist das schon mal viel wert. Ne? Der kann uns dann sicher weiterhelfen. Dingo, Platz. Platz. Okay, gut. Einmal übernehmen, bitte. Und los geht's. Such, Junge. Hundeführer Robbie Hagen und die Einsatzhundertschaft durchkämmen das anliegende Waldgebiet. Also ich glaube, er hat Witterung, ne? Während die Einsatzkräfte und die zweifache Mutter weiter nach den vermissten Geschwistern suchen, ist der Familienvater samt Oliver Dreier in der Klinik am Südring eingetroffen. Ich habe ihm ein bisschen Sauerstoff gegeben. Nach 3 Hüben Nitro kam er so ein bisschen. Also Angina pectoris. So also hat typische Zeichen für eine Angina pectoris. Okay. Ich habe euch schon mal Blut abgenommen, wenn einer von euch das möchte. Ich mal eben ins Labor, ne? Also glücklicherweise können wir sagen, war auf der Fahrt von der Einsatzstelle bis in die Klinik hat sich der Patient stabil gehalten, wies keine Verschlechterung der Symptomatik aus, sodass wir während des Transportes nicht weiter tätig werden mussten, sondern nur die Vitalzeichen kontrolliert haben. Frequenz schwankt immer so zwischen 80 und 110, je nachdem, wie emotional er aufgebügelt ist. Ich habe ihm jetzt aber kein Diazepam und Sonstiges gegeben. Okay? Wir gucken. Da sind wir weg. Schönen Tag noch, die Damen. Jo, tschüss. Tschüss. Ich guck ihn einmal gerade in die Augen. Wie geht's in dem Moment? Kopfschmerzen? Ein bisschen Kopfschmerzen, sonst irgendwelche Beschwerden? Es geht, aber schwach ganz schön. Ja, das glaube ich eh. Sind mal ganz vorsichtig hier, ne? Super. Weiß nicht, was für die Kinder ist. Die werden bestimmt super versorgt, ne? Versuchen Sie sich da, ist schwer, aber versuchen Sie sich keine Sorgen zu machen, ne? Ja.
Ich denke mir, da sind jetzt genügend Mann da und die suchen danach. Ja, und ja. Ich hoffe, dass die gefunden werden. Das glaube ich. Ja. So, ich gucke mir einfach mal das an. Fühl mal gerade, tut Ihnen das weh? Der 41-Jährige hatte sich beim Sport einen Rippenbruch zugezogen. Doch ob die alte Verletzung mit seinen Beschwerden zu tun hat, kann Birgit Maas nicht mit Sicherheit sagen. Nun trifft die von der Ehefrau informierte Schwester ein. Was ist denn passiert? Haben Sie die Kinder gefunden jetzt endlich? Bleiben Sie mal ruhig, ne? Ihre Frequenz geht hier ein bisschen hoch. Haben Sie die Kinder? Wo sind die? Nein. Bleiben Sie mal ganz ruhig, Ihre Frequenz geht ein bisschen hoch. Birgit? Okay, machen wir fertig. Einmal ganz ruhig, machen wir fertig. Mach bitte den Defi fertig. Ja, wenn Sie mal bitte vor der Tür warten. Kann man flimmern, ja. So, Defi. Auf. Achtung. Weg. Achtung. Ja, da ist er wieder. Hat die Augen auch wieder auf. Bleiben Sie ganz ruhig liegen. Ganz ruhig liegen. Okay, pass auf. Einmal auf intensiv bitte Bescheid sagen, dass wir jetzt am besten direkt rüberkommen. Ja, okay. Der Patient musste jetzt natürlich sofort auf Intensiv, denn hier war ganz wichtig, die Herzkranzgefäße zu untersuchen und sie möglicherweise wieder durchgängig zu machen. Denn wenn die nicht funktionieren, funktioniert das Herz nicht mehr und der ganze Kreislauf nicht mehr. Das heißt, schlimmstenfalls hätte hier der Tod mit im Raum gestanden. Während der Familienvater auf der Intensivstation überwacht wird, geht im nahegelegenen Waldgebiet die Suche nach seinen vermissten Kindern weiter. Ja, das ist sehr, sehr weit. Chiara! Jonas! Also Schlaupe hat Witterung, ne? Chiara! Platz! So, irgendwas stimmt hier nicht. Der Hund, was? Der Hund hat komplett die Suche abgebrochen. Was heißt das jetzt? Also irgendwas, wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Was kann das jetzt heißen, dass die hier ins Auto gestiegen sind oder einfach nur die Spur? Also so wie das aussieht, ist hier irgendwas ist hier passiert. Ja. Ja, also wir haben ein ganzes Stück abgesucht gehabt und auf einmal hat der Hund mir nichts mehr angezeigt. Das war mir ganz, ganz komisch. Das war, als ob der vom Erdboden verschwunden wäre. Haben Sie vielleicht noch Gegenstände von den anderen Personen? Das wäre sehr gut. Ich wohne hier um die Ecke. Okay, eine Verleuchtung bitte. Mitgehen. Ja. Also wir lassen Sie jetzt nicht alleine gehen, sind mir zu aufgelöst. Der Kollege geht mit. Okay. Wir sehen uns wieder hier. Okay. Wir suchen in der Zeit hier weiter. Wenn natürlich jetzt zu Hause irgendwie Anhaltspunkte sind, wo Ihr Sohn mit der Tochter sein könnte, sagen Sie natürlich Bescheid. Dann rufen Sie schnell an. Okay. Dann gehst du mit, die ist sonst ist aufgelöst. Ja. Ne? Alles klar, bis gleich. Ja? So, wir suchen dann hier, in der Zwischenzeit suchen wir hier weiter. Ne? So, dann gehen wir zurück. Auch ohne Fährte wird die Suche nach den Kindern fortgesetzt. In der Klinik am Südring hat die Ärztin inzwischen Neuigkeiten für die Schwester des zweifachen Vaters. Also er ist jetzt einigermaßen stabil. Wir konnten ihn gut auf Intensiv abgeben. Ja. Da wird er jetzt erstmal beobachtet. Medikamentös muss man jetzt erstmal nicht weiter einschreiten. Mhm. Auf jeden Fall machen wir noch ein Röntgen, weil er hat uns erzählt, dass er vor längerer Zeit schon mal eine Rippenfraktur, also Rippenbrüche hatte. Ja. Nur um da noch mal sicher zu gehen. Das hat ihm jetzt ein bisschen wehgetan. Ne, aber ich denke, Sie können auch ihn später besuchen. Sie müssen nur dann sich anmelden, da kommt halt nicht jeder rein, dann dürfen auch nicht so viele rein. Aber da können Sie sich dann auch melden, auf jeden Fall. Ne? Ganz wichtig ist, dass der Herr Schiffer jetzt intensivmedizinisch überwacht wurde. Und natürlich die Herzkranzgefäße müssen untersucht werden. Wenn es so ist, wie wir davon ausgehen, dass er tatsächlich hier einen Herzinfarkt hatte, dann muss man da natürlich aktiv werden. Das heißt, man muss versuchen, diese Herzkranzgefäße wieder gängig zu machen. Dafür stehen dann verschiedene Therapien zur Verfügung. Ja gut, da müssen wir halt noch, da müssen wir jetzt regelmäßig Blut abnehmen. Ich habe einen Blumen hier gefunden. Ja. Heike, kannst du mal zwei Stunden? Das tut aber weh. Ja, das tut weh, ne? Kommen Sie einmal mit durch. Warte, Sie kennen ihn, oder? Das ist mein Jonas. Ganz vorsichtig. Kommen Sie einmal hier hin. Vorsicht mit dem... Der Patient hatte Verbrennungen am linken Arm. Komischerweise wurde er hier von einem LKW-Fahrer eingeliefert, der ihn unterwegs aufgelesen hat. Gott sei Dank direkt die Situation richtig eingeschätzt hat, dass der junge Mann hier ins Krankenhaus musste. Ich habe ihn gefunden, ich war auf dem Weg zur Arbeit. Ich musste anhalten, weil ich Navi... Also Sie kennen sich nicht? Nee, ich kenne ihn nicht. Ne? Ich musste mein Navi eingeben und dann kam er aus dem Wald raus, war am Schreien und ich bin direkt raus und hatte Brandverletzungen gesehen. Ich dachte, die Jungen müssen ins Krankenhaus bringen. Dann habe ich eingeladen, hier hingebracht. Das war's, ich kenne ihn nicht. Ne? Brauchen Sie irgendwie Personalien? Weil ich muss jetzt so langsam zur Schicht fahren, ich muss zur Arbeit. Ich bin spät dran. Geben Sie es vorne einfach ab, weil wir müssen uns jetzt hier auch kümmern. Aber er ist jetzt in guten Händen. Dann herzlichen Dank nochmal. Ja, bitte schön. Gute Besserung. So, vielen Dank Ihnen.
Ja, das glaube ich. So, gut. Oh. Ich verlege jetzt hier die Jacke erstmal. Das ist ja schrecklich. Also Zugang legen wir einmal. Dann machen wir, hier müssen wir was runterlegen. Dann hast du das ja wieder hingekriegt. Einfach hier hinlegen den Arm, ne? So. Super machst du das. Also am besten Unterlage, feuchte Kompressen. Und wenn du direkt Tramadol-Infusion fertig machst, dann geben wir ihm direkt was. Ja, super, perfekt. Ne? So. Das war der Peak. Jetzt gucke ich einmal. Ja, das tut natürlich weh, ne? Sie bekommen gleich was gegen die Schmerzen. Wir legen erstmal den Zugang, ja, und dann bekommen Sie was. Was ist denn da überhaupt passiert? Eigentlich konzentriere ich mich hier immer auf das medizinische Geschehen. Aber wenn es so ist wie hier, dass diese Umgehungsgeschichte im Prinzip auch medizinische Auswirkungen hat, denn der Vater hat sich ja so große Sorgen gemacht, da ist man natürlich ein bisschen involviert und hat auch ein Interesse an der Klärung. Allerdings konnte der junge Mann mir hier gar keine Angaben machen. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist denn deine Schwester? Meine Mama, die macht sich auch Sorgen, die hat mich schon angerufen. Dein Papa liegt hier im Krankenhaus. Wissen Sie was, wenn Ihnen das so zusetzt, warten Sie mal gerade so. Kommen Sie einfach mal mit, mal seine Mutter anrufen. Können sich vielleicht einfach draußen einen Moment hinsetzen. Gisela, kannst du dich mal gerade um sie kümmern? Das ist ganz fürchterlich, was sie hier gerade mit angucken muss. Für die Tante ein Schock. Ihr Neffe ist verletzt. Und von der zweijährigen Schwester, die mit in dem zuvor aufgefundenen brennenden Wagen saß, fehlt weiter jede Spur. Die Mutter der Geschwister ist inzwischen zurück beim Suchtrupp. So, was habt ihr gefunden? Ja, Elena. Was habt ihr? Drei Kleidungsstücke. Der Jonas ist im Krankenhaus. Brandverletzungen. Ja, okay. Wo ist Chiara? Ist Chiara dabei? Okay, alles klar. Ja, danke dir. Tschüss. Mein Sohn, der Jonas, der ist im Krankenhaus, aber Chiara ist nicht da. Habe ich aber jetzt richtig verstanden, der ist im Krankenhaus mit Brandverletzungen? Ja. Okay. Aber meine Tochter fehlt noch. So schlimm das jetzt auch trotzdem ist, er ist auf jeden Fall jetzt auf. So. Und wir suchen jetzt... Genau, wir gehen jetzt da wieder runter. Ja. Wir setzen da vorne an, wo wir den Jungen verloren haben. Was uns sehr, sehr stutzig gemacht hat, er wies wohl Brandverletzungen an den Armen auf. Was natürlich jetzt hier wirklich einige Fragen offen ließ. So, bleib bitte mal hinter mir. Platz! So, dass der Sohn erstmal in der Klinik ist, dann wird er versorgt. Die Tochter finden wir jetzt auch noch. Super, Junge. Kann man eine übernehmen? Such! Super, Junge! Ja! Such du! Ja! Dann ist das wieder ein ganz anderes Anzeichen, ne? Ja. Auf jeden Fall. Dank der Kleidungsstücke der Zweijährigen kann der Hund die zuvor verlorene Fährte wieder aufnehmen. Und kurz darauf fällt der Mutter der Vermissten etwas auf. Aber die Straße hier wohnt meine Babysitterin. Hier? Ja, hier in dem ersten Haus hier vorne. Aha. Ja, der Hund zieht ja auch dahin. Aber was macht die denn hier? Platz. Also eindeutig, hier muss was sein. Ja, alles klar. Saskia? Ah, da kommt jemand, ne? Schatzi, hallo, du siehst mich. Ach, das ist ja herrlich. Mach dir keine Sorgen. Wieso ist Chiara bei dir? Jetzt. Ja, Schatzi, der Jonas, der hat hier abgegeben, eben vor einer Stunde, glaube ich. Ja, hat der Bruder dich einfach abgegeben, Schatz? Ja, er meinte, sie wäre so unruhig und irgendwie hätte nur geschrien, aber sie war jetzt eigentlich auch ganz unkompliziert hier. Also. Ich muss auch mal ganz kurz sagen, der Jonas hat sie abgegeben. Ja, genau. Ich denke, eine Stunde her ungefähr. Hat er irgendwelche Verletzungen, irgendwas was Ungewöhnliches, oder alles völlig normal oder was? Nee, also ganz normal. Aber warum gibt er die dann bei dir ab und nicht, warum ruft er den? Weil der Jonas ist jetzt im Krankenhaus und er hat offensichtlich Brandverletzungen. Da haben sie aber nichts festgestellt, gar nichts. Aber ganz normal hat er nur gesagt, normal. Er meinte, sie war unruhig und ob ich sie gerade nehmen könnte. Und ich hatte halt Zeit. Ich meine, und da habe ich gesagt, das ist kein Problem. Und er selber vom Verhalten irgendwann auffällig ist, sie kennen ihn ja, denke ich mal. War wie immer, oder? Nein, wirklich wie immer. Also alles ganz normal. Nur dass er halt sagte, sie wäre so unruhig und ob er sie gerade hier lassen könnte. Ja, aber sonst dann würde ich vorschlagen, wir kriegen dann nur wirklich Licht ins Dunkle, wenn wir jetzt mal in die Klinik verlegen. Sie möchten auch wissen, was ihr Mann ist. Klar, auf jeden Fall. Der Kleinen geht's gut. Geht's gut? Geht's dir gut? Ihr geht's gut. Also sie war und dann würde ich vorschlagen, sie kann auch hier bleiben.
Ja, natürlich. Ne? Ja, sicher. Nein, natürlich, das mache ich. Ist gar kein Problem. Ja, Süßchen, ne? Bleib sie noch ein bisschen hier. Ja, ich hoffe, das wird sich klären. Ja. Also, da muss ich kein Polizeibeamter sein, um da eins und eins zusammenzuzählen. Er muss mit dieser Sache was zu tun haben. Also bewegen wir uns jetzt in Richtung Klinik, um da mal wirklich Licht ins Dunkle zu bringen. Deswegen müssen wir natürlich auch in die Richtung ermitteln, ob ihr Sohn eventuell das Auto in Brand gesteckt hat. Nee, warum sollte der sowas tun? Er hat überhaupt gar deswegen keinen Grund dazu. Sie, deswegen frage ich Sie. Nee, absurd sowas. Das würde er nicht machen. Wir machen so, Sie wollen ja sowieso auch wissen, wie es Ihrem Mann mit Ihrem Sohn geht. Ja. Dann würde ich sagen, wir fahren jetzt, Sie können mit uns fahren, wir fahren jetzt in die Klinik. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir da mal rausfinden, was da passiert ist. Alles klar. Ja? Okay. Alles klar. Die Tochter ist bei der Babysitterin in guten Händen. Doch was es mit dem brennenden Wagen und den Verletzungen des großen Bruders auf sich hat, stellt Polizisten und Mutter vor ein Rätsel. In der Klinik hat Birgit Maas inzwischen neue Informationen zum Gesundheitszustand des Familienvaters. Also wir waren ja jetzt in, eigentlich schon in Alarmbereitschaft, weil die ganzen Symptome auf einen Herzinfarkt hingedeutet haben. Ja, ja. Herzinfarkt ist ja dann im Prinzip ein Verschluss von den Herzkranzgefäßen und das Herz wird nicht mehr versorgt. Das ist natürlich schon ein ernster Zustand. Was ich jetzt hier aber sehen kann, ist, dass die Herzkranzgefäße absolut durchgängig sind. Ja? Okay, also da ist ja nichts da, ne? Ja. Guten Tag. Oh, Tanja, bist du ja endlich. Oh, Gott sei Dank. Ja, wir haben jetzt gerade schon mal gesprochen. Er ist ja bei uns eingeliefert worden. Also erstmal zu Ihrem Sohn, das ist jetzt die schnellere Geschichte. Den haben wir jetzt stationär aufgenommen, der hat von uns ein Schmerzmittel bekommen. Ja. Ihr Mann hat uns schon ein bisschen auf Trab gehalten, weil wir nämlich den Verdacht hatten, dass er einen Herzinfarkt hat. Das ist ein Verschluss von den Herzkranzgefäßen, Herz wird dann nicht mehr versorgt, schon eine sehr ernste Geschichte, war aber jetzt nicht so. Wir haben jetzt eine Aufnahme von den Herzkranzgefäßen, die sind absolut durchgängig. Also so wie es jetzt aussieht, nach diesem Erscheinungsbild und nach diesem Befund von den Herzkranzgefäßen, müssen wir jetzt davon ausgehen, dass das stressbedingt gewesen ist. Der Herr Schiffer hat die sogenannte Stresskardiomyopathie. Das muss man sich so vorstellen, dass es im Prinzip Herzinfarkt ähnliche Symptome macht, ausgelöst durch besonders starke, belastende, emotionale Begebenheiten. Hier war es ja so, dass er sich ohne Ende Sorge gemacht hat um seine Kinder. Beide waren ja weg. Das kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Dieser Schreck hat eben dafür gesorgt, dass jede Menge Hormone ausgestoßen worden sind und die dann eben diese herzinfarktähnlichen Symptome dargestellt hatten. Es sind noch ein paar Fragen offen, deswegen sind die Herren von der Polizei auch da. Hallo, Sie sind die Ärzte, ne? Ja, genau. Uns geht es in erster Linie um den Sohn mit den Verbrennungen. Mhm. Ja. Wäre das möglich, dass wir mit ihm sprechen können? Ich denke schon. Wir können jetzt mal zur Station gehen, können wir hinten lang gehen. Ich würde nur ganz kurz vorher noch mal nach ihm gucken, ob er wirklich in der Lage ist. Aber ich denke, Mutter müsste nur dabei sein. Ne? Die Mutter möchte bestimmt auch gerne. Brandstiftung, also glaube ich nicht. Das klären wir jetzt. Wenn man zu ihm kommt, kommen Sie einfach mal mit. Ich erzähle dir das alles nachher. Ich dann, ne? Ja, alles klar. Es hatte sich hier immer abenteuerlich weiterentwickelt. Der vermisste Sohn war ja aufgetaucht und jetzt kam noch die Mutter dazu, allerdings in Begleitung von zwei Polizisten. Das hat wirklich meine Neugierde geweckt. Da wollte ich jetzt auch wissen, was dahinter steckt. Hören Sie mal ganz kurz zu. Fühlen Sie sich in der Lage, kurz mit der Polizei zu sprechen? Ja? Wenn dann sein muss, ja. Sie können gerne reinkommen. Kommen Sie einmal durch. So. Ja. Hallo Jonas, Polizei Hallo. Ist hier. Hi. Wir haben dich schon gesucht. Und die Mama hat sich Sorgen gemacht, ne? Aber Hölle. Ja. Was machst du für Sachen? Kannst du uns mal erklären, was da passiert ist. Ja. Ich muss dir aber bitte dazu sagen, du musst dich nicht selber belasten. Also wir haben jetzt einen Verdacht, ne, dass dein Auto angezündet worden ist. Ja. Und wie gesagt, du musst dich nicht selber belasten. Wäre natürlich schön, wenn du da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen würdest. Ja, ich wollte mit meiner Schwester Chiara zum Spielplatz. Wir waren schon fast da. Auf einmal fing das Auto an zu brennen. Oh Gott. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Ich habe die Kleine direkt schnell zur Babysitterin gebracht. Als ich auf dem Weg war, wieder zum Auto, um das zu löschen, wurde ich bewusstlos und dann wurde ich auf einmal von einem LKW-Fahrer aufgesammelt und jetzt bin ich hier. Nehmen Sie mir den falsch, aber ich muss die Frage stellen. Hast du das Auto vielleicht selber angezündet? Nein, auf gar keinen Fall. Weil die Geschichte an sich, die macht für uns als Polizei überhaupt keinen Sinn. Wir haben eine Aussage von eurer Babysitterin. Du hast deine Schwester da abgegeben, da warst du noch komplett unversehrt. Da hattest du keine Verletzung, gar nichts. Aber warum sollte ich denn das Auto selbst anstecken? Das ist die Frage. Jonas, bitte sag die Wahrheit. Ne? Wie gesagt, ich gehe mal mit dem Kollegen kurz raus
Vielleicht überdenkst du mal die Geschichte noch und wir kommen dann wieder rein. Wir müssen noch mal gerade was besprechen. Okay. Ja? Da die anfängliche Aussage in sich überhaupt nicht schlüssig war, habe ich mich dazu entschlossen, noch mal Rücksprache mit unserer Leitstelle zu halten. Dort konnte ich wichtige Informationen sammeln bezüglich des Fahrzeuges. Tschüss. Es wird natürlich, machen wir noch ein bisschen Salbe drauf und so. Es wird noch eine Weile dauern, aber auch eben noch sehr schmerzhaft sein. Darf ich noch mal ganz kurz unterbrechen? Na klar. So, wir haben jetzt Informationen von unserer Leitstelle bekommen, dass Ihr Fahrzeug, wo er dann offensichtlich mit unterwegs war, im Bereich des Wendehammers, oder vielmehr die Beschreibung, da aufgetaucht sein soll im Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht. Jonas, was hast du gemacht? Ich habe eine neue Freundin. Du hast eine neue Freundin? Ja, und ich wollte zu ihr fahren. Und da wird meine Schwester ja nur stören dabei. Aber du kannst das uns doch sagen, wir nehmen es dir doch zu viel. Aber ihr wolltet ach, und dann, doch einen Tag für euch haben. Ach, und dann wollten sie die bei der Babysitterin abgeben, um sich dann... Habe ich auch getan, ach, ja. Ach, das haben sie auch getan, um dann in Ruhe mit ihrer Freundin zusammen zu sein. Genau, ich bin dann weitergefahren. Und auf einmal fing die Karre an zu brennen. Wir haben von den Kollegen draußen erfahren, wie sich der Unfall zugetragen hat. Es gab wohl in dem Fahrzeug eine defekte Kraftstoffleitung. Der Motor war natürlich schon warm. Kraftstoff ist ausgetreten, hat sich entzündet. Das ganze Auto hat gebrannt. Der Junge hat sich natürlich unheimlich erschrocken, hat aber das Richtige gemacht, ist aus dem Auto raus, hat sich aber dabei Verbrennungen zugezogen, ist dann ein bisschen durcheinander durch die Gegend gelaufen, wurde glücklicherweise vom LKW-Fahrer aufgefunden, der ihn dann direkt zu uns gebracht hat. Wo hat der Mann, der LKW-Fahrer dich denn aufgegabelt? Da. Der hat gesagt, er ist aus dem Wald gelaufen. Ah, okay. Ich bin aus dem Wald gelaufen. Würde natürlich Sinn machen, wo wir aus dem Wald, da ging die Straße los, da war, wir hatten ja eine Suche, wir hatten einen Man-Trailer eingesetzt, und der hat aber dann ad hoc die Spur verloren, wo wir aus dem Wald gekommen sind, wo die Straße anfangen. Das war die Einstiegsstelle in den LKW. Das ist natürlich sehr, sehr... Gut, der hat aber jetzt auch starke Schmerzen. Und wir wollen das auch ganz kurz fassen. Ich frage dich mal, aber du bist nirgendwo gegen ein Auto gefahren oder so? Gegen nein, ein geparktes Auto. Ich kann nichts dafür. Ja. Das Auto fing einfach an zu brennen. Ja. Aber wir haben dir doch nicht umsonst verboten, mit dem Auto zu fahren. Sie haben alle ihre Kinder jetzt erstmal wieder. Gott sei Dank. Dankeschön. Kann sein, dass wir uns eventuell mal melden. Ja. Ja? Alles klar, dann verabschieden wir uns. Okay. Und gute Besserung. Ne? Vielen Dank. Alles Gute. Ne? Gut. Der Einsatz jetzt war nicht nur eine medizinische Herausforderung, sondern eben auch eine persönliche, emotionale auch. Denn ich habe ja hier mitbekommen, dass zwei Kinder vermisst werden. Da läuft es einem natürlich kalten Rücken runter, wenn man sich selber versucht, in diese Situation reinzuversetzen. Aber was ich persönlich jetzt auch immer ganz interessant finde, ist die Arbeit der Polizei, das Zusammenspiel hier und wie sich dann doch letztendlich alles aufklärt. Wenn irgendwas mit Schmerzen ist, melden Sie sich noch mal und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns später. Ja? Aber Moment, ich habe noch eine Frage. Mein Vater, der liegt auch hier im Krankenhaus, habe ich gehört. Wie geht es ihm? Gut, also der ist zur Überwachung bei uns auf Intensiv jetzt, ne, weil wir hatten Verdacht auf einen Herzinfarkt. Ja. Der hat sich allerdings nicht bestätigt. Allerdings so ähnlich, da muss man wirklich dazu sagen, Ihr Vater hat sich ganz, ganz große Sorgen gemacht, weil er nicht wusste, was mit Ihnen und mit Ihrer Schwester ist. Deswegen, also einfach nur, weil ich auch selber Mutter bin, wenn Sie sowas machen, sagen Sie irgendwie Bescheid, weil es war jetzt, das muss ganz fürchterlich sein. Kannst du uns immer die Wahrheit beide sagen. Kinder weg, ja, ja, und ne, er hat sich wirklich groß Sorgen gemacht. Ich denke, er kommt wieder auf den Damm, aber war für ihn auch harter Tobak und das dauert noch ein bisschen. Ja? Okay. Der Familienvater konnte eine Woche später entlassen werden und hat sich von seinen durch die Sorge um die Kinder ausgelösten Herzbeschwerden vollständig erholt. Auch die Brandwunden des Sohnes sind gut verheilt und er durfte die Klinik nach 2 Tagen verlassen. Der Verdacht einer Fahrerflucht hat sich nicht bestätigt.